Moin in die Runde. Der Bundeslandwirtschaftsminister oder zumindest die Clique, die dahinter sitzt, hat ja gestern wieder so einen Korken abgeschossen über Glyphosat. Die Wahrheiten über Glyphosat. Mich als Biobauer und ehemaligen Konventionellen schmeißt jedes Mal auf die Seite, was da so alles passiert. Breitbandherbizide würden ja nicht effektiv gegen die Unkräuter, sondern gegen alles eingesetzt. Deswegen ist ja ein Breitband. Und würden ja die Vielfalt zerstören. Man sollte doch geeignete Mittel nehmen und mechanische Unkrautbekämpfung machen. So, jetzt stehe ich hier auf meinem Acker. Vorfrucht war Gras, Ackergras mit Klee. Und wir gucken mal, was nach dreimal Scheibenenge, zweimal Grubber bis jetzt passiert ist. Jo, der Klee wächst immer noch. Die Zahne wächst auch noch. Manche Quecken hat es ja erledigt. So, und jetzt hier ist dann wieder was ganz in nah. Das sind Quecken. Und die sind noch richtig frisch. Da. Mein Kollege hat immer gesagt, die mit den roten Beinen. Da ist er. Und jetzt schwenken wir mal. Wupp. Links ist Wiese vom Nachbarn. Und hier, das wird immer bunter. Da vor der Buschreihe ist es ganz besonders zu treffen. Und wenn man sich überlegt, geeignete mechanische Maßnahmen. Dreimal Scheibenegge, zweimal Grubber und, was ist passiert? Nicht viel. Haben wir jetzt zu viele Experten oder haben wir noch keine Experten? Obwohl wir jetzt 7 Leute von den NGOs im Ministerium haben. Geeignete mechanische Arbeiten. Dann gibt es Stimmen, flücht doch einfach um. Geht nicht. Experten sagen einfach, flüchtet um. Aber dann ist auch die andere Flora und Fauna alles weg. Alles umgekippt. Aber die Quecke kommt wieder. Und die Distel und der Beifuß kommen wieder. Die müssen erst tot sein, bevor ich sie umflühen kann. Das Problem ist nur, wir haben Landwirtschaftsministerium mit null Ahnung. Ministerium mit null Ahnung, trotz Spezialisten. Für was die Spezialisten sind, weiß ich nicht. Für das Geld wegschippen. Denn von 40 Millionen hat ja schon 20 Millionen der WWF gekriegt. Und die anderen 20 Millionen, die haben sie sich auch schon alle den Nagel gerissen. So geht Ministerium heute und Politik. Wir leiten uns von Experten, die nicht wissen, was hinten und vorne ist. Die Kommentare bitte da unten. Der Bauer aus der Mark.